Morning im Spiel. Mir ist wieder Mitternacht. Was soll ich sagen? Ich bin Mitternachtszocker. Und wir gehen jetzt Richtung Avalu. Kleine Minen, oder? Und dieser Teil ist jetzt der Teil, wo das wahre Permadeath beginnt. Im Wasteland. Nichts außer Rutschen, Kinder schaukeln. Wenn ich meine Kinder wegen hier sehe, die explodieren, die sind gefährlich. Oh, mal schauen, das ist mir ein bisschen zu hell, das kann ich fast wieder runterdrehen. Oh, Filter, Filter, Filter. Und dann wenden, Farbkorrektur. Das ist nicht der richtige, das ist der richtige. Color-Loot haben wir da, haben wir da. So, 40 jetzt. Ja, da wird viel rumgedreht anscheinend. Das alles passt mal. Und da ich ja keine Mods hier installieren kann. Leider. Ob der Teller ist durchglitscht. Altbekannte durchglitscht vom Teller durch den Tisch. Was sieht mir da und im realen Leben? Nein, ich habe Schachbrett mitgenommen. Verdammt. Oh. Dreieck springen geht gar nicht. Ich weiß nicht, wie auf diese Idee damals gekommen ist. Okay, XRS aufnehmen ist nicht so schlecht, aber Dreieck springen? Nein. Minuspunkte. Eindeutig. Okay. Das ist alles so grau und grün, da sehe ich schwer raus, was wirklich an der Loot notwendig ist. Und ja, wenn ich sterbe, werde ich das als nächstes in Englisch probieren. Aber ich muss mein PC, ich muss dieses Spiel am PC zum Laufen bekommen. Ah, eine Maulwurfsratte. Wie süß. Wenn das ein Yaogai gewesen wäre, hätte ich schon mal gezittert. Haben wir schon verkrüppelt, das Teil. Oh. Machen wir es weg. Ja. Erste Mario Yaogai sehen und ich werde richtig zittern. Ist das hier fast noch entspannt? Ich sollte viel mehr rumkriechen, aber das macht mich ja nur noch langsamer. Also so far bis jetzt glaube ich, dass New Vegas einfach das schwierigere Permadeath-Spiel ist. Dass dieses Spiel ein bisschen entspannter sein wird, ich hab's gerade verstehen. Wildländer. Hey, yo, Leute. Ist das friedlich? Was darf denn sein? Hab ich dich! Okay, ich dachte, die wollten auf mich gehen gerade. Nein, auf die Maulwurfsratte. Meine Erfahrung. Einer ist weggerannt. Ich hab mich jetzt richtig probiert. Und vom Team. Sehr schön. Gute Arbeit, Team. Kannst wohl kein Blut sehen, was? Ich bin froh, dass bin das froh, vorbei, dass ist. Vorbei ist. Und du so? Hallo. Danke, dass Sie uns nicht angreifen. Die meisten Leute tolerieren keine Ghule. Wir waren auf dem Weg nach Underworld, aber kamen einfach nicht an den Supermutanten vorbei. Mm. Und so suchen wir uns jetzt unsere eigene Bleibe im Ödland. Underworld ist eine Stadt der Ghule. Es ist der einzige Ort im Ödland, der uns gehört. Die Stadt liegt im Geschichtsmuseum verborgen. Dann gehen Sie. Wir kommen auch ohne Sie klar. Ich kann ihn nur killen, oder? Sonst nichts. Hallo. Ödländer. Das sind doch nur drei, oder? Ob ich das riskieren will? Schauen wir mal, schauen wir mal. Morgen.
Was? Morgen. Behalten Sie Ihre Hände. Wie viele Schläge? Das könnte sehr riskant sein. Nein, noch nicht, noch nicht. Komm mal zurück. Was ist das? Warte mal. Ein Volteingang. Oh boy. Das ist eigentlich noch gefährlicher als alles andere. Bloß nicht, dass das Raider. Das heißt, wir haben Raider. Hat der gerade hergeschossen? Der hat gerade hergeschossen. Dann locke ich darauf zu unseren Freunden. Hier drüben. Was haben wir denn hier? Schau an. Wo? Ja! Los geht's! Hopp. Wir haben eine Party. Hilfe! Oh, 70. Oh je. Haben die wirklich ab, beide? Oh boy. Das sind mehr als erwartet. Rückzug. Ich hasse die Kamera. Reinzielen in diesem Spiel geht auch gar nicht. Ich wurde getroffen. Sich keiner. Wo? Okay. Nicht der coolste Fight, ich weiß. Raider, hier. Obwohl. Der hat eine fette Waffe. Okay, danke. Du musst weg. Der Arm. Ich mach mich aus dem Staub. Und drauf. Nein. Das waren keine guten Schüsse. Das ist da drüben auch noch ein Raider. Also dieser Raider, den ich eigentlich sein Bein schon zerstört habe. Ob, da kommt der Wachhund. Mach Sitz! Hey! Die Ödländer habe ich jetzt auch schon anscheinend so angezipft, dass denen gereicht hat.
Okay, einfach reinpushen da. Mit Hundefleisch in dem Bauch. Sorry, Bro. Ich hol mir die später. Verdammt. Meine Tastenkombination habe ich noch nicht genau raus. Okay, nein. Uff. Der Flammenwerfer wäre brutal gewesen. Ich glaube, da ist noch was. Nicht verrückt, oder? Das muss ich nicht kochen in diesem Spiel. Verdammt. Okay. Dann habe ich die nicht getroffen. Hier bist du ja, du kleines Miststück. Was? Wir haben die Abjäger. Stirb! Nope. Hey. Wir sind doch Freunde, oder? Oh. Karma verloren. Ups. Anscheinend keine Freunde mehr. Gut, Karma. Wird. Ich hab den ja mal ab. Okay, noch ein ganzer Raider. Mit einer Schrotflinte. Ich gehe wieder auf den Arm. Ah ja, sehr schön. Das war vielleicht ein Fehler, dass ich nah rangehe. Das war vielleicht ein Fehler. Flammenwerfer. Habe ich die Schrotflinte bekommen? Abgesägte Schrotflinte. Mist. Wird kein Sturf mehr. Wird nur noch wehtun. Das Impact führt mich direkt auf in diesem Spiel. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich hier leichter. Oh, okay, das sind die Jäger nur. Die helfen natürlich nichts. Ich dachte, da kommt Verstärkung. Danke für die Unterstützung, Jungs. Danke. Oh, jetzt darf ich. Ich brauche reparieren noch 30. Oh. Ah, gerade so. Dieb. Nahkampf und Sprengstoff. Nehmen wir das mal.
Brauche auf jeden Fall ein Bett dann. Interessant. Alles klar, Jungs. Habt ihr was zu sagen? Was darf's denn sein? Deine Frisur, bitte. Klar doch. Momentan sind wir gut bestückt. Habt ihr auch Geld? Hahaha. 1A. Hier. Das ist garantiert das beste Fleisch weit und breit. Ah. Bis später. Ich bin zu schwach, dass ich sie kille. Oh, Psycho. Ich bin doch zu schwach, dass ich sie kille. Den haben wir gelootet. Da ist so viel gestorben. Ich bin mir gar nicht sicher, was da alles gelootet wurde von mir. Oh Gott. Versprengte Briefkästen. Lecker. Südländer. Messer. Warum nicht? Okay. Das Haus ist total vermint und so. Nicht cool. Nicht cool. Chinesische Pistole, die habe ich gar nicht in Erinnerung. Was macht die? Für den Unterschied zu den anderen Pistolen. Es gibt also Granatenfallen in diesem Spiel. Und die würde ich nie erkennen. Einfach nur von der Grafik her. Die werden so einblendet sein mit dem ganzen restlichen Grau hier. Das nehme ich garantiert erwischen. Okay, gehen wir rauf zum Stützpunkt. Schauen wir, ob da oben noch wer lebt. In die Vault reingehen, klingt nach Selbstmord. Aber ich bin neugierig. Also lebt ja noch wer. Naja, nicht mehr lange. Nur ein bisschen Karma verloren. Okay. Schauen wir mal, wie schlecht das Karma ist, das wir verloren haben, und schauen in diese Vault hinein. Was habe ich für gute Waffen? Ich habe so viel gerade. 4 Schaden. 3 abgesägte. Ja. Abgesägte könnte gerade ziemlich gut sein. Chinesische Pistole macht gar nichts anscheinend. Flammenwerfer werden. Den kann ich reparieren. Blatt schaffen. Okay. Verdammt. Die Zoom-Taste, ganz wichtig. Okay, gehen wir reinschleichen. Vielleicht muss ich ja um mein Leben kämpfen. Alles ein bisschen zu grau hier, sodass ich keine Ahnung habe, ob mir was entgegenkommt. Wenn das von meiner Nase rauskommt, bin ich so tot.
Ich fühle mich unwohl. Unwohl. Ich kann mich an diese Worte nicht erinnern. Das ist keine gute Idee von mir. Worte sind richtig gefährlich, aber ich will trotzdem schauen, was da drinnen ist. Nimm die mit, ich gehe erst nicht so sehr in die Stadt zurück zum Verkaufen. Okay, hier drüben ist der erste Gegner. Was ist es? Aber die können keine Türen aufmachen. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Verdammt, bin ich paranoid. Laserpistole. Kann ich verkaufen. Ich habe in Laserwaffen noch nichts reingesteckt. Ich habe auch keine Muni. Oh. Nicht mal Wissenschaft auf 25. Ich habe ja die Trottelbild genommen. Die Trottelbild. Okay. Warum ist das Licht gerade violett geworden? Das war's dann wohl. Ach, fällt mir nicht. Ah ja, ich weiß schon, welche Wort das ist. Oh, die haben Leben. Abbrechen, abbrechen. Wo? Sie wissen noch nicht, wie man Türen aufmacht, oder? Ich bin mal dann weg. Ich bin dann mal weg. Was ist das denn? Was? Oh. Okay, wo ist Megatron? Ich habe 4-mal gegen Stahl geschossen. Gute Arbeit, ich. Gute Arbeit. Oh, jetzt kann ich endlich die Leitung reparieren. Das habe ich mir verdient. Hallo, Lukas. Ja, was darf's denn sein? Nein, du bist nicht Lukas. Oh, ich bin hier beinahe vorbeigegangen. Okay. Eine war rechts drüben. Donner seiner Stimme zu hören. Lasset die Männer, Frauen und Kinder der Erde sich versammeln. Und es wird wieder dunkel. Oh, shit.
Jump. Die interessanteste Mission hier. Ich glaube, ich bin schon zu weit gegangen. Ja. Und die sind gar nicht leicht zu finden. Was durchaus gesorgt sein. Schon. Ah, verdammt. So verdammt dunkel hier. So verdammt dunkel. Da unten ist eine. Okay, wo war die letzte? War eine richtig schwierig zum Erwischen. Ich hoffe, dass es auch genau jetzt Nacht sein muss, dass ich noch weniger sehe. Oh, dann halt runter schlafen. War's doch für mich. Guten Abend. Was darf es denn sein? Sehr wohl, bitte sehr. Nur dafür lasse ich dich am Leben. Ich werde gewissenhaft aufräumen, während Sie weg sind. Mhm, und deswegen auch. Aufräumen, mein kleiner Hemsworth. Der letzte Leitung. Verdammte Drecksmission, ehrlich gesagt. Dann muss ich noch Walter finden. Er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge soll mit seinem Ruhm erblinden. Jedes Ohr soll ertauben, um den Donner seiner Stimme zu hören. Lasset die Männer, Frauen und Kinder. Oh, wisst ihr was? Ich mache das Off-Episode. Ich mache das einfach Off-Episode jetzt gleich danach. Das reicht dir schon. Und müsst ihr nicht zuschauen. Peace out.